Guten Morgen, liebe Kickers-Fans. Euer Hasi ist wieder da. Heute mit dem 6. Tagebucheintrag aus dem Trainingslager. Ich bin hundemüde. Die letzten Tage haben auch bei mir Spuren hinterlassen. Nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr auf die heutigen sympathischen Gäste Daniel Hägele und Franz Helmer. Schön, dass ihr da seid. Servus Hägele, servus Franz. Schön, dass ihr da seid. Franz, du als Neuling, würdest du dich einfach mal gerne den Kickers-Fans vorstellen? Natürlich, kann ich gerne machen. Servus Kickers-Fans, ich bin der Franz, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt vor kurzem hierher nach Würzburg gewechselt von Eintracht Bamberg. Davor habe ich noch in Reichmannsdorf gespielt, schöne Grüße an der Stelle. Genau. Hege, du gehst ja als altbekanntes Gesicht bereits in deine 5. Saison. Was hat dich bewogen zu verlängern? Ich habe es ja damals schon bei Vertragsunterschrift gesagt, dass die letzten 2 Jahre sehr, sehr bescheiden waren und ich einfach meinen Teil dazu beitragen möchte, dass wir wieder erfolgreich sind und dass wir uns hier, meine Familie und ich, dass wir uns wohlfühlen, ist auch kein Geheimnis. Das ist so schön. Gleichzeitig nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum Co-Kapitän. Du wirst uns mit Peter aufs Feld führen. Gut, Franz. Oder besser gesagt, unser Wirtshaus, Franz. Wie kommst du klar mit dem Spitznamen? Ja, ich hatte schon bessere, aber ich glaube, den muss ich einfach akzeptieren und hinnehmen, gell? Ich habe gehört, du hast vor ein paar Jahren noch in der Kreisliga gespielt. Wie ist jetzt auf einmal dieser Sprung über die Bayernliga jetzt in die Regionalliga? Ja, das ist erstmal richtig. Ist natürlich ein großer Sprung gewesen, ja. Also man hat es gemerkt, die ersten Trainingseinheiten natürlich ganz anderes Tempo, körperliche Zustände, Fitnesszustände sind auch ganz anders. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber ich glaube, bisher bekomme ich es ganz gut hin. Hast auch schon in den Vorbereitungsspielen einige Tore erzielt. Also ich denke, bist gut angekommen bei uns. Das denke ich auch. Bisher alles super. Genau. Gestern standen ja wieder 2 harte Trainingseinheiten auf dem Plan mit bescheidenem Wetter. Wie seid ihr drauf? Wie habt ihr die Trainingseinheit empfunden? Beziehungsweise wie gefällt euch bisher dieses Trainingslager? Oder welches Klar, Fazit? Die Läufe in der Vormittagseinheit machen keinen Spaß, aber das gehört nun mal dazu. Wir müssen ja jetzt einen Grundstein legen für die Saison, dass wir dann auch physisch alles mitbringen, um dann auch erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das Spiel, das Freundschaftsspiel, das war zufriedenstellend. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer von uns haben möchte. Von dem her würde ich Stand jetzt ein positives Fazit ziehen. Sehr gut. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Natürlich ist es anstrengend, aber ich glaube, vor allem in der Vorbereitung und zum Trainingslager muss das auch sein. Deswegen würde ich sagen, top. Und da haben wir schon gut angefangen. Heute Nachmittag steht ja unser nächster Test vor der Tür. Wir spielen gegen Gebenbach. Dort haben wir wieder die Chance, unsere Ziele oder unsere, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen. Wie geht ihr heute in das Spiel rein? Na, gleich wie in das letzte Freundschaftsspiel. Der Trainer wird bestimmt seine Vorgaben haben, die wir versuchen umzusetzen. Und ja, jetzt in der Vorbereitung alles auf dem Platz liegen lassen, um die Körner dann auch zu holen. Und ja gut, wenn wir es erfolgreich gestalten können, vielleicht dürfen wir heute Abend noch als Mannschaft gemeinsam losziehen. Ich habe gehört, ein Bergfest wäre gerade aktuell, aber ich weiß noch nicht, stimmt. Würde ich nicht Nein sagen, ja. Was sagst du, Franz? Naja, einfach zocken, Spaß haben am Fußball. Ich glaube, das haben wir bisher ganz gut gemacht. Und dann können wir das bis heute Abend auch positiv gestalten. Und ein Tor schießen wieder, oder Franz? Sage ich auch nicht nein, ja. Obwohl natürlich der Mannschaftserfolg im Vordergrund steht. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Vielen Dank, lieber Hege. Vielen Dank, lieber Franz, für das Interview. Morgen ist leider schon mein letzter Tagebucheintrag. Bitte schaltet wieder ein. Ich lege mich jetzt nochmal schlafen, damit ich topfit für das Training und für das Spiel heute Abend bin. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen, euer Hasi. Wir sind die Kickers.